jetzt mal hier Butter bei die Fische. Herzlich willkommen zur Java User Group Thüringen. Ich sage jetzt nicht viel, aber nur so, was so in nächster Zeit noch geht. Heute, ihr habt ja alle gefunden, geht es um die IT-Automation. Und die nächsten Sachen stehen aber schon an. Nämlich direkt, genau, das wäre super. Und direkt der, geht ja auch die Sandra, macht dann direkt weiter im UX Saxony Day in Dresden. Morgen gibt es noch ein paar Anmeldungen. Also, ich weiß nicht, ob der hier dabei ist, der hinfährt. Genau, ich habe ja gesehen. Und genau, das nächste wäre dann unser erstes Event in Ilmenau. Da erwarte ich ja auch noch Tim Carsten heute, der da hauptsächlich mit organisiert. Da gibt es auch einen Kollegen, glaube ich, aus Köln, ne, von der Rewe Digital, der da was über. Zwei haben gerade geschrieben, sie kommen 20 Minuten später. Ah ja, okay. Also immerhin. Die ja was über DDD erzählen, also Domain Driven Design, auch mal wieder ganz interessant. Und vor allen Dingen in der Praxis gebraucht und sinnvoll. Und dann ist erst die JCon. Die ist übrigens wirklich kostenlos für IOC-Mitglieder, was ja immer noch 10 Euro im Jahr kostet. Also kann man sich überlegen, kriegt man viermal Java aktuell, ist bei uns offiziell Mitglied und kann dann da auch kostenlos hinfahren. Genau, und dann geht es weiter in Erfurt. Das heißt, dann machen wir wieder den Bogen zurück in die normale, das normale Dreieck, was wir sonst ja bespielen in Erfurt, Wiener, Weimar. Und da sind wir zwar noch direkt auf der Location-Suche. Ich glaube, das überschneidet sich dann auch direkt mit dem zweiten Thema, was ich noch vorstellen wollte. Können wir einmal den Tag nochmal wechseln? Ja, nämlich am 4. November. Ich muss auch mal ein bisschen scrollen. Da, genau. Da gibt es nämlich einen Open Data Hackathon hier in Jena. Und da hat mich auch der Andreas kurz gebeten, da mal für Werbung zu machen. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, das kannst du vielleicht besser als ich. Aber ich glaube, es gab schon mal einen, ne, wo auch genau. Der NDR ja da war. Und genau. Das letzte Mal aus Fernsehen da und da geht es um diese offenen Daten von der Stadt Jena, die da bereitgestellt werden. Und da wird es diesmal noch einen Hackathon geben, dann noch einen größeren Ausmaß. Da versuchen wir jetzt auch noch mehr sozusagen Organisationen anzusprechen und da das Ganze größer aufzuziehen. Also auch das Offen Jena ist auch dabei und die bauen zum Beispiel so eine IoT-Sache, die bauen solche Messsensoren für Feinstaub und wollen die dann auch sozusagen auf dem Hackathon-Event ansprechen, damit rumprogrammieren und ja, das wird eine spannende Sache. Also wer da Interesse hat, gerne auf die Seite gehen, die Jenathon 2 Seite ist auch online, die müssen wir dann nochmal verlinken auf unserer Seite. Da gibt es schon eine erste Version und das kann sein, dass die schon dabei ist. Ja. Also wer da Interesse hat, also den Termin könnt ihr euch gerne vormerken. Eine große Sache. Ja. Genau. Also es ist immer eine gute Idee, auf der Meetup-Seite sich anzumelden und bei Twitter mal Follow zu klicken. Gibt da so die aktuellen Sachen mit. Aber ihr habt ja alle gefunden, also denke ich mal kein großes Problem. Aber wir freuen uns auf jeden Fall heute besonders, dass die Sandra da ist. Denn ich glaube, auf den paar Konferenzen, wo ich dieses Jahr war, war sie auf jeden Fall immer da und auch noch viel mehr. Also, sonst auf jeden Fall nur auf viel teureren Events als heute zu sehen und jetzt hier bei uns in Thüringen. Und deswegen, wer dem Coworking Space einen kleinen Bonus da lassen würde, gerne. Also, glaube ich, hier so eine handgemalte, also sehr künstlerisch wertvolle, ich weiß nicht, werden. Kasse. Genau, und ja, dann würde ich jetzt einfach übergeben und euch viel Spaß machen.